Und herzlich willkommen bei uns in der E-Bike-Erlebniswelt, Erhard Mott. Heute habe ich das Vergnügen, Ihnen ein wunderschönes E-Bike vorzustellen, ein Sondermodell. Und zwar aus Anlass unseres 20-jährigen Jubiläums, Tauberräder, seit 2001, haben wir uns zwei sehr schöne Modelle ausgedacht. Aus verschiedenen Gründen. Und zwar einer der wichtigsten ist, wir haben jetzt seit 2020 die Corona-Situation. Wir haben Halbleiter-Lieferprobleme, Teuerungen und. Und da haben wir uns gedacht, wir machen aus der Not eine Tugend und lassen jetzt einfach einmal zwei Modelle bauen, so wie sie unsere Kunden und Kundinnen oft wünschen. Nehmen alles Gute zusammen, packen das und machen ein Modell draus, das besonders günstig ist. Und vor allen Dingen lieferfähig. So, jetzt geht's los. Das Tauberrad Sport nennt sich das hier, Sondermodell, ist auf Basis unseres normalen Sportmodells, welches Sie wild konfigurieren können mit vielen Farben. Sie sehen, wir haben uns für eine Farbe entschieden, nämlich für die Farbe Nachtblau glänzend. Glänzend aus dem Grund, weil es leichter zu pflegen geht. Und ganz erwähnenswert ist, das ist keine normale Farbe, sondern das ist eine Mehrschicht-Pulverlackierung. Das ist das modernste Verfahren. Sie können das jahrzehntelang im Freien stehen lassen, ohne dass hier diese Beschichtung irgendwo sich ablöst oder verwittert oder so. Also das bedeutet, und da lege ich mir ganz großen Wert drauf, dieses E-Bike ist besonders nachhaltig. Was verstehen wir unter nachhaltig? Also nicht, wie Sie meinen vielleicht, dass dann die Lieferwege kurz sind, weil Rahmen kommen alle aus Fernost, da können wir machen, was wir wollen. Nein, es geht darum, nachhaltig verstehen wir, dass das E-Bike so wenig wie möglich Wartungsaufwand hat, so wenig wie möglich Folgekosten, dass das Rad fast ewig hält. Und die Mindesthaltbarkeit von so einem E-Bike sollte, also Minimum 10 Jahre, aber für 20 oder 30 Jahre, da ist es auch recht. Warum das so ist, zeige ich Ihnen jetzt anhand von verschiedenen technischen Beispielen.